Gute Fahrt, Leute, euer Micha. Servus. Heute eine kleine Schneewanderung im Wald. Wenn es mal schneit, nichts hier raus. Soll ja nächsten Tag schon wieder tauen. Wenn ihr Lust habt, geht einfach mit. Würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam die Tour machen können. Nachher suchen wir einen kleinen Lagerplatz. Da werde ich was kochen. So eine Süßspeise im Wald. Lasst euch überraschen. Auf geht's, Leute. Ja, Leute, und schon ist mein kleiner Lagerplatz fertig. Ich bin hier geschützt vor diesem relativ nassen Schnee. Ja, und jetzt mache ich mir einen Kaffee und was ganz, ganz Leckeres zum Essen. Zurzeit verwende ich ja wieder sehr gerne den Trangi-Abbrenner. Und da hat sich einfach dieser Mini-Hobo sehr bewährt von Bushcraft Essential. Vor kurzem hatte ich euch diese Vorglühkralle von der Firma Trangia vorgestellt, wo man dann den Spiritus vorwärmen kann, und da haben wir uns ein bisschen Gedanken drum gemacht, mit dem Spiritus auf dieses Vlies zu bekommen. Ich habe das ja letztes Mal zum Stöckle gemacht, dauert halt relativ lange. Man könnte jetzt auch ein bisschen ausleeren, gibt aber eher eine Sauerei. Jetzt haben wir Folgendes überlegt. Ich habe daheim solche Pipetten, wo man dann Flüssigkeit ansaugen kann, und ich denke, dass es eigentlich optimal ist, um da ein bisschen Spiritus auf dieses Pad zu bekommen. Ja, geht wunderbar. So, wenn der Spiritus jetzt gleich vorgewärmt ist und gut zum Entzünden geht, dann machen wir erstmal eine Tasse Kaffee. Ach, schön, oder? So mitten in der Natur. Es schneit. Und Micha sitzt alleine im Wald, macht sich einen Kaffee. Ich finde es schön. Folgendes ist gerade passiert. Ich denke, ich habe ein bisschen zu viel Spiritus unten drauf gebracht. Jetzt hat sich der Trangia-Brenner von selber entzündet. Okay, Zündautomatik. Solange ich jetzt warte, bis mein Wasser heiß ist für den Kaffee, mache ich mir jetzt meine kleine Zwischenmahlzeit. Tja, was gibt es heute? Ich habe Folgendes dabei. Eine Tupperdose mit so einer kleinen Dose Nutella habe ich da abgefüllt. Und dann habe ich dabei zwei Eier. Nee, es gibt keine Rühreier, es gibt keine Spiegeleier. Es gibt Pfannkuchen. Wer von euch kennt nicht Bud Spencer? Kennt ihr auch diesen Film Banana Joe? Eine Banane habe ich noch mit dabei.
Normalerweise mag ich Bananen, wenn sie gelb sind, also wenn sie noch deutlich fester sind. Aber für dieses Gericht ist es richtig optimal, wenn ihr so eine weiche, reife Banane habt. Erstmal mehr Süße und einfach viel weicher zum Verarbeiten. So, wir starten. Leute, wie immer, alles wieder mit heimnehmen, alles. Und damit meine ich natürlich auch die Bananenschale. Das Schöne an so einer Tupperdose ist, dass man einfach den ganzen Müll reinpacken kann. Man macht einen Deckel drauf und kann das Ganze wieder schön mit heimnehmen. Dann gibt es aus meiner Gewürztüte noch einen Hauch Zimt mit rein. Ich mag das. Wer es nicht mag, einfach weglassen. Ein wenig Öl in die Pfanne rein. Achtet darauf, dass die Masse nicht zu heiß wird, sonst verbrennt das unten relativ schnell. Das heißt, einfach mal runter von der Flamme, wenn es dann nicht mehr brutzelt, dann einfach wieder draufstellen. So könnt ihr schön die Hitze regulieren. So, jetzt ist die Oberfläche fast gestockt. Soweit sollte es dann auch kommen, dass also oben nichts mehr rumschwappelt. Und dann kann man diesen Pfannkuchen drehen. Jetzt ist natürlich das Problem, diese Pfanne hat einen steilen Rand. Das heißt, eine Pfanne, wo ich normalerweise so schwupp mache und das Ding dreht sich dann, die hat so einen flacheren Rand. Da kann ich das schön machen, dieses Wenden. In so einer Hochkantpfanne würde es schwierig werden. Ich würde das auch nicht probieren, weil mir das einfach zu schade wäre, das Essen auf dem Waldboden zu sehen im Schnee. Deswegen folgender Trick. Ich mache einfach so Viertel, dann kann ich diese Viertel, wenn sie jetzt noch ein kleines bisschen fester werden, einzeln mit dem Löffel umdrehen und das müsste dann ganz gut klappen, hoffe ich mal. Ha, das sieht doch gut aus. Ein Gedicht, oder? Also ich denke, zu Hause kriegt man das auch nicht besser hin, oder? Perfekte Bräunung. Jetzt lasst du noch ganz kurz, also vielleicht ein, zwei Minuten höchstens, die andere Seite heiß werden und dann ist das ganze Ding schon fertig. Leute, wem läuft da jetzt nicht das Wasser im Mund zusammen? Ich würde raten, probiert jetzt erstmal diese leckere Pfannkuchen pur. Das ist richtig lecker mit der Banane drin, fluffig, echt toll. Wer mag, kann ein bisschen Honig drüber machen oder Nutella. Ist ein bisschen schwierig, Nutella, wenn es kalt ist, zu verstreichen. Aber die Pfannkuchen sind warm und dann wird das Nutella ja auch warm und müsst ihr kurz warten, dann könnt ihr das schön verstreichen. Was für ein Genuss im Wald, oder? Schön locker geworden, optimal, echt.
So, jetzt probieren wir mal das erste Stück ohne Nutella. Mmh. Mmh. Wahnsinn. Also viel, viel lockerer wie diese normalen Pfannkuchen, die man mit Mehl macht. Total fluffig. Die Banane kommt toll zur Geltung. Der Zimt drin. Mmh. Mmh. Ganz, ganz toll. Ja, Leute, des einen Freud, des anderen Leid oder des anderen Wasser im Mund, wie wir sind. Ich kann mir schon gut vorstellen, ihr zu Hause am Bildschirm, euch läuft jetzt richtig das Wasser zusammen. Packt euch zwei Eier, holt euch eine Banane und probiert es nachzukochen. Mmh. Also die mit Nutella. Unbeschreiblich. Hm. So Leute, kurz nach vier. So ganz langsam setzt die Dämmerung ein. Zeit für mich zum Aufbrechen. Jetzt haben wir nur mal Gedanken gemacht über die Zubereitung. Und da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr zuerst die reife Banane reinmacht, in kleine Stücke schneidet, so wie ich es gemacht habe, und dann könnt ihr die vielleicht mit der Gabel oder mit dem Löffel noch ein bisschen zerdrücken, dann wird das Ganze eine homogenere Masse. Ich fand es aber so sehr lecker. Ich habe jetzt ein bisschen gröbere Bananenstücke drin gehabt und habe somit auch die Banane intensiver wahrgenommen. Jeder wie er mag. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Kocherei im Wald wieder gefallen. Gerne unten wieder einen Kommentar reinschreiben. Den Button drücken für das Abo, freue ich mich drüber. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, auch einen Daumen hoch. In diesem Sinne, Leute, bis demnächst. Euer Micha.